Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche. Ich melde mich heute von der Jahresendpressekonferenz des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz. Herr Backhaus an meiner Seite. Herr Backhaus, spannende Veranstaltung. Wir wollen uns hier in dieser kleinen Fragerunde auf das Klimaschutzgesetz beschränken. Das war ein großes Thema dieses Jahr. Bürgerbeteiligungsprozesse sind abgelaufen dahinter. Was genau wollen Sie mit dem Klimaschutzgesetz erreichen? Ich meine, der Name sagte schon, mehr Klimaschutz in Mecklenburg-Vorpommern, aber was konkret? Ja, wir wollen natürlich erreichen, dass jeder Mensch erkennt, ob Unternehmen oder auch Privatpersonen, Klimaschutz ist keine Bürde, sondern ist auch eine Chance. Das geht natürlich los als erstes bei der Frage, wie heize ich mein Haus, wie kann ich da CO2 einsparen, kann ich das mir leisten, kann ich das durch Förderung begleiten und merke ich das denn irgendwann im eigenen Portemonnaie, dass es wieder besser wird. Und dazu dient dieses Klimaschutzgesetz. Und wir alle erkennen ja die Wanderungsbewegung auf diesem Planeten. Die Migration, die Zuwanderung nach Deutschland, nach Europa ist nach wie vor sehr stark. Und das ist nicht nur der Krieg, aber es sind auch die Rahmenbedingungen, die wir weltweit haben. Die Menschen machen sich Sorgen, ob sie irgendwann in dem Gebiet, wo sie leben, absaufen. Ich sage das mal im wahrsten Sinne des Wortes. Und deswegen glaube ich, ist das Klimaschutzgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern eine Riesenchance, uns autark zu machen, energieautark. Wir wollen günstig Energie produzieren, wir wollen Strom günstig produzieren, die Wärme, die Mobilität. Und wir haben den großen Vorteil in MV, wir haben die Sonne, wir haben den Wind, wir haben die Erdwärme und wir haben die Biomasse. Und deswegen sind wir eine Modellregion in Europa heute schon, dass wir sehr stark auf die Erneuerbaren ausgerichtet sind. Und wir wollen damit natürlich auch erreichen, dass wir Wertschöpfung, also Einkommen erzielen, gute Löhne, gute technisch-technologische Entwicklung, aber auch arbeitsintensive Bereiche nach Mecklenburg-Vorpommern holen, damit dieses Land auch in der Zukunft einen hohen Lebensstandard erzielen kann. Es sind ja zwei Entwicklungen zu beobachten. Auf der einen Seite warnen die Experten natürlich, dass wir da in etwas reinschlittern, was nicht mehr aufzuhalten ist. Auf der anderen Seite ist der Bürger draußen, Bürgerin natürlich vielleicht auch gar nicht mehr so bereit zuzuhören, weil es wird zu viel, das Leben wird zu komplex. Man ist auf einfache Antworten sitzt Populisten oder Klimaleugnern aus. Wie war der Beteiligungsprozess? Wie konnten Sie die Menschen mit einbeziehen? Ja, also wir haben ja einen sehr breiten Prozess eingeleitet. Wir haben 4 Regionalkonferenzen durchgeführt. Das war eine gute Beteiligung. Wir haben dann ein Online-Beteiligungsverfahren durchgeführt. Wir haben jetzt das Gesetz erarbeitet und dann nochmal interministeriell alles durch den Wolf gedreht, wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt, auch die anderen Ministerien, die ja auch Kontakt zur allgemeinen Bevölkerung haben, sind da aufgefordert gewesen. Jetzt gehen wir dann in das Kabinett. Danach werden die Verbände nochmal wieder beteiligt. Also einen besseren Prozess der Bürgerbeteiligung hat es aus meiner Sicht bis heute in Mecklenburg-Vorpommern nicht gegeben. Und insofern werde ich auch dieses Gesetz nicht mit der Brechstange durchführen. Das habe ich auch der Ministerpräsidentin versprochen, sondern wir werden die Sorgen der Menschen ernst nehmen. Wir müssen sie mitnehmen. Wir müssen die Akzeptanz für die Erneuerbaren, für den Klimaschutz erreichen. Und das Beste ist, jeder Einzelne merkt das an sich, an seinem Haus, an seinem Umfeld, dass wir die Menschen nicht überfordern. Ich bin kein abgehobener Mensch, der nicht sich vor den Problemen, die andere machen, die Augen verschließt, sondern ich versuche, Lösungen zu erarbeiten, sodass die Allgemeinheit damit dann auch umgehen kann. Sie haben es gesagt, der Mensch wird so ein Gesetz auch akzeptieren, wenn er es am eigenen Geldbeutel merkt. Ein Hausbesitzer ist klar, der kann sich Photovoltaik aufs Dach bauen. Bei einem Mieter in einem Neubauviertel oder wie auch immer, da wird es ein bisschen komplizierter. Wie wollen Sie die mitnehmen? Also da ist ja vor allem der Strompreis vielleicht interessant oder Wärmepreise. Ja, da geht es zum Beispiel darum, kann ich den Mieter animieren, dass er zum Beispiel eine Balkonanlage installiert. Wenn ich mit 500 Watt die Stunde arbeite, merkt er das automatisch, wenn wir das gut fördern, dass er damit erstens selber Energie produziert und er wird gucken, lasse ich meine Waschmaschine laufen, wenn die Sonne scheint oder andere Verbrauchsgegenstände, wenn ich da meinen Speicher habe mit der Batterie. Also solche Sachen weiter voranzubringen, ist ein Beispiel. Und auf der anderen Seite möchte ich natürlich die Teilhabe, zum Beispiel an Windrädern, an Solarparks, dass die Gemeinden oder auch Einzelpersonen sich selbstverständlich daran beteiligen können.
Und dann kämpfen wir im Übrigen auch um die Reduktion des Netzentgeltes, der Netzentgeltgebühr. Die macht heute 12 Cent aus. Es kann doch nicht sein, dass wir die Belastung tragen, die Windräder im ländlichen Raum haben oder auch die Solarparks. Und der Süden freut sich darüber, dass wir denen noch den Strom und die Energie da billig hinschicken. Deswegen sage ich, runter mit der Netzentgeltgebühr. Und wenn wir 10, 12 Cent allein jetzt vom Preis, Strompreis abziehen könnten, dann würden, glaube ich, viele sagen, Backhaus, wenn du das schaffst, hast du was richtig gemacht. Wie weit sind Sie mit Ihren großen Themen? Das eine ist ja die Moorrenaturierung und das andere ist die Wiederaufforstung. Ja, bei der Wiederaufforstung sind wir ziemlich weit. Wir haben das größte Aufforstungsprogramm in Deutschland am Start. Wir wollen ja jedes Jahr zwischen 500 und 600 Hektar neu aufforsten, das heißt Ackerland zu Wald machen, weil jeder Hektar speichert allein 9 Tonnen CO2, das ist also Klimaschutz, im Übrigen auch Wasser speichern im Wald oder die Artenvielfalt stabilisieren. Und insofern sind wir da sehr, sehr gut auf dem Weg. Unser Wald in MV, die Kampagne, die ich angeschoben habe, ist hier wirklich sehr erfolgreich. Und da machen wir weiter. Was den Moorschutz anbetrifft, da stehen wir zurzeit ein bisschen auf der Stelle, weil die Bundesregierung ja ein Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz aufgelegt hatte. Aber diese 60 Milliarden stehen ja jetzt im wahrsten Sinne des Wortes im Feuer. Und darunter ist auch dieses Programm 4 Milliarden. Ich appelliere an die Bundesregierung, möglichst schnell diese 4 Milliarden freizugeben, weil wir damit Moorvernässung, Anreize schaffen können, um Wasser in der Fläche zu halten, aber auch neue Produktionsverfahren auf diesen Flächen durchführen zu können. Das sind Pilotvorhaben, die wir auf den Weg bringen möchten, weil ich möchte ja nicht nur allein diese Flächen unter Wasser setzen, sondern wir wollen darauf auch etwas produzieren und damit wieder Klimaschutz, aber auch das Wasser zu speichern in der Fläche. Und da gibt es viele Landwirte und auch viele Flächeneigentümer, die sagen, das ist eine gute Idee. Und da machen wir mit, jetzt muss da Butter bei die Fische und da ist der Bund gefragt, dieses Programm schnell wieder freizugeben, um dann auch im Mecklenburg-Vorpommern und Moorschutzprogramm weiter umzusetzen. Letzte Frage, Sie haben gesagt in der Pressekonferenz, Sie nehmen dieses Klimaschutzgesetz mit nach Hause über Weihnachten und werden es nochmal lesen und studieren und dann geht es ja irgendwann in den Landtag. Wann hoffen Sie, wird es verabschiedet und wie gesagt, wie ist die Bereitschaft natürlich auch Ihrer Koalitionspartner da mitzuziehen? Also erstens, ja, ich nehme das als Weihnachtslektüre mit und werde das dann nochmal in Ruhe studieren. Und das Zweite ist, wir werden dann in das Kabinett gehen. Das Kabinett wird dann die Anhörung nochmal durchführen, sodass ich im ersten Halbjahr davon ausgehe, dass das Klimaschutzgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern dann im Landtag verabschiedet wird. Also nächstes Jahr dann? In 24. Genau. In 24. Herr Backhaus, an dieser Stelle natürlich vielen Dank für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute zum Feste. Wo wird man Herrn Backhaus treffen in den weihnachtlichen, vorweihnachtlichen, weihnachtlichen Tag? Also wir sind zu Hause und wollen auch mal ein bisschen runterfahren. Ich bin unheimlich gerne mit meiner Familie zusammen. Wir kochen, wir basteln und wir werden auch was mit den Pferden machen, mit den Ponys. Also wir bleiben in dem schönsten Bundesland der Welt und ich wünsche Ihnen und natürlich auch Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern frohe Weihnachten. Alles Gute fürs Jahr 24 und es muss wieder besser werden. Das erwidern wir und schließen uns an, liebe Zuschauer. Natürlich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche.